euch recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute habe ich einfach alle vier Megatins der Top Smash Tag Champions League Serie am Start. Megatin 1, Stadium Stars, Stadium Stars, Stadium Stars, Stadium Stars, aber verschiedene Stadium Stars. Einmal in Rot, Blau, Grün und Orange. Oder Lila, und das ist Rot. Oder. Ja, ich würde das sagen Lila, weil hier oben ist Lila und das ist Rot. Rot, Orange, Lila. Lila Pink. Vier Megatins in einem Video hier, Leute. Vier Megatins in einem Video. Pro Megatin haben wir vier exklusive Stadium Star Limited Edition Cards. 66 Karten insgesamt. Und ihr seht es an der Seite: Look out for bla 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 bla. Ultra Rare World Class Autograph Cards. Inside Lucky Tins. Und wir haben vier Megatins am Start. Mal gucken. Vielleicht haben wir heute glückliche Hände. Lasst auf jeden Fall auch direkt zu Beginn des Videos einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und pro Megatin hat man anscheinend so drei eingeschweißte Päckchen. Und wir starten mit dem obersten. Das ist wahrscheinlich mit den normalen Karten. Und dann gibt es noch exklusive Karten. Wir starten hier mit Marcus Edwards, Iglesias, Mendes, Mancini, Flavic, Carvalho, Martinez. Eder Militao, Correa, Robertson, Samaka, Garnacho, Konaté, Agüero, Lindelöf, Ugarte, Gravenberch, Reiner, Jesny, Pizzella, Carlos, Merino, McCorvey, Gertruida, dann das Bayern-Logo, Frankfurt-Logo als Crystal dahinter, dann Lewandowski-Finisher, Bettler von Goretzka, Guardian von Alisson, Signature-Style Pereira, Ranch als Next Gen, Declan Rice und ganz hinten raus Marco Reus Heritage. Ich denke mal, die Basekarten werde ich in den anderen dreien nicht mehr so. Sind das auch normale Bases? Ja, sind normale Basekarten. Die Basekarten überspringe ich, weil wir haben alleine, wenn ich werde jede Karte, jede Powerkarte, jede Insert-Karte zeigen, und da sind ja schon so viele mit dabei, weil wir vier Megatins haben. Moussa Diaby als Crystal. Bruno Fernandes, Kylian Mbappé, Kurt Zuma, Coutinho, Gattuso, auch geil. Man of the Match, Gonzalo Ramos. Oliver Kahn, Legendary Moment. Auch richtig geil. Dann Rafa Silva und dahinter ist es Club 100 von Martin Ødegaard. Sehr, sehr, sehr nice, Jungs. Martin Ødegaard, einfach die nächste Club 100 Card hier in der Megatin. Und hier sind dann wahrscheinlich jetzt die, nicht nur wahrscheinlich, sondern hier sind die vier Stadium Stars. Und das ist, Leute, diese Karten sind einfach, haben den, das Wort Matchtags eigentlich gar nicht verdient. Das sind so brutal wunderschöne Karten. Stadium Star Limited Edition, Rafael Leão, Gianluigi Donnarumma, Vinicius Junior und Jack Grealish. Bub. Megatin 2. Wieder drei Stück. Und mal gucken, was wir hier so haben. Die Basekarten, wie gesagt, überspringe ich jetzt ab sofort. Das ist Jorginho, Jimenez, Kobel. Boah, es ist einfach Rodri, sondern Rodri meine ich nicht, sondern es ist hier einfach eine Black Edge von Thomas Müller. Wie geil sieht die aus hier. Black Edge Thomas Mü. Dann Coutinho von Laudrup, Signature Style Rodriguez. Geil, 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 geil. Kaká Legendary Moment und Neymar Heritage. So, ich muss einen zweiten Stapel machen. Das ist Fabianski Crystal, Nick Pope Guardian, Eliminator Rüdiger, Bettler Decker Weiss, Dybala Signature, Rodriguez Next Gen, Bremer Man of the Match Signature und McGregor als Heritage. Und dahinter ist noch ein, nämlich eine Club 100 Karte von John Stones, die zweite. Die nächste Club 100 Karte in der zweiten Tin, also anscheinend in jeder Tin eine Club 100. Wäre geil.
Weil dann würden wir auf jeden Fall noch zwei sehen und das ist einfach Stadiumstar Manuel Neuer. Schon so lange nicht im Kasten gesehen nach seiner logischerweise Verletzung. Martin Ødegaard, Dusan Tadic und Marco Reus und auch die Reus-Karte sieht so schön aus mit dem Signal Iduna Park im Hintergrund, ne? Und bei den Bayern hier, oder bei Manuel Neuer natürlich die Allianz Arena. So, Tin Nummer 3. Das ist das AC Milan Logo als Crystal. Dann Kurt Zuma, Jules Koundé, Leroy Sané, Tabsoba, Zinedine Zidane, Legendary Moment, Adam Hložek als Next Gen und Iglesias Heritage. Und das Pack ist hier schon ein bisschen aufgewesen. Und ich glaube, da kommt wirklich die nächste Kloppy. Die nächste Club 100. Hier haben wir das Rangers Logo, die Crystal von Watkins, Guardian Alisson Becker, Bruno Fernandes Playmaker, Finisher Mbappé, Ansgar Knauf Next Gen, Signature Guardiol, Club Hero Alonso, dann Delic als Heritage und da hinten raus ist es Club 100 Meister Ederson Man City. Wo Bayern wieder. Wieder die nächste Stadium Star der Bayern. Marcus Rashford, Gavi, Timo Werner und Jamal Musiala hat hier eine bekommen. Auch richtig nice. Sehr, sehr, sehr nice. So. Letzte Megatin. Die letzten drei eingeschweißten Päckchen. Bup, bup. Starten wir mit der 1. Da haben wir Juri Linton als Crystal, Alvaro Morata, Edgern, De Bruyne, Next Gen von Ali Cho, Dybala, Rodriguez, Rodri und es ist wieder John Stones, leider jetzt die Club 100 Karte doppelt. Oh, Martinelli als Pro Elite, sehr nice, packe ich gleich ein. Dann Crystal von Concalves, Gumares, Vinicius, Saliba, Bremer, Club Hero, Lautrup, Signature, Rodriguez und die Lenormand Heritage Karte. Pro Elite Gabriel Martinelli, das ist ein Sohn, also Arsenal sowieso. Die letzten zwei Jahre richtig überragend drauf und Martinelli ist dafür auch auf jeden Fall, oder es ist eine Teamleistung, ja, aber Martinelli ist halt ein richtig, richtig super, super Typ. Verratti, Joshua Kimmich, die nächste Bayern, Gumares, Newcastle und Nicolo Barella, Inter Mailand. Und das waren die vier Megatins und ich möchte nochmal hier alle Karten der Stadium Stars Limited Edition in die Hand nehmen. Und einfach kurz einmal zeigen, wie geil die hier bitteschön in einer Hand aussehen. Guckt euch mal diese Karten an. Guckt euch diese wunderschönen Teile an hier. Ich finde irgendwie am geilsten finde ich Manuel Neuer. Ich weiß auch nicht warum. Manuel Neuer, Leute. Das waren's. Das waren die vier Megatins der Top Match Jack Champions League Serie. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.